Willkommen zurück zu The Outer Worlds. Ich versuche hier noch. Es ging alles nicht so ganz nach Plan, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich habe die Banditen da trotzdem noch erschossen, weil. Ja, ich wollte mit Banditen jetzt nichts tun haben, aber andererseits. Ach ja, es ist auf jeden Fall genug Material hier, um das Ganze vielleicht irgendwo in dem Livestream noch mit. Und Entscheidungen zu überdenken. Ich habe jetzt eh die meisten von den Raptidons eigentlich umgenietet. Da stellt sich mir die Frage, kann ich hier überhaupt noch was retten? Okay, die Banditen sind alle weg. Und jetzt ist die Frage, kann ich hier... so weit rumschleichen? Dass ich die hier betäuben kann. Oh, look at how big she is. Halt die Klappe. Wow. We're not going anywhere, are we? Jetzt noch hier rum. Also wenn man ziemlich beschissen ist beim Schleichen, dann kann man das hier sowieso voll knicken. Oh shit. Na, geh mal du in die Richtung. Wieder auch weg. Ah, hat zumindest das noch richtig gemacht. Gas einleiten. Doch noch was richtig gemacht jetzt. So. Haben wir hier noch stehen. Ich habe gut den Das hat man doch gerade schon. Ja. So, wenigstens haben wir die Spratz nicht. Nein, nicht Spratz. Die Raptidons nicht fertig gemacht. Nicht alle. Ein Teil. Und ja. War nur eine halbe Katastrophe dann am Ende. Jetzt können wir zurücklaufen und sind vielleicht auch hier auf dem Planeten schon wieder am Ende. Ich weiß es nicht. Borstwurst. It's not the worst unless it's Borstwurst. Take your best shot. Was machst du? Hallo? Achso. Sehe ich jetzt eine Karte? Dankeschön. Aha. Waren wir ja eigentlich auch schon wieder überall auf der Karte jetzt, wa? So, irgendwo in der Nähe sollen hier Gegner sein. Vielleicht hier oben? Nein. Was? Guess I'm getting paranoid. Tschüss. Da ist auch noch einer. I'm warmed up now. Ich liebe meinen Revolver. Wirklich. Entwickle gerade Gefühle dafür. Ah, hier wären wir auch reingekommen. Haben wir ja nicht auch irgendwo wieder ein ultraböses Superviech? Irgend so ein Riesenvieh? Nix.
Hört sich nur an wie kleinen Viecher, die hier rumknurpsen. Oh, nicht getroffen. Das nächste Mal, glaube ich, wenn ich auflevel, skill ich mal wieder auf mehr von dem DZD. Kann sie mir aussprechen, wie es komplett heißt. Oh, mein Wecker? Mein Wecker los. Oh, ich muss noch arbeiten. Habe ich nicht vergessen. Hier waren wir schon. Komm. Ja. Schwäche gegen kinetischen Schaden. Du wurdest in der Vergangenheit so oft durch kinetische Angriffe verwundet, was deine Widerstandsfähigkeit gegen kinetischen Schaden nachhaltig verringert hat. Effekte kinetische Schaden erhalten plus 25. Was? Aber wir nehmen es an. Wir nehmen unsere Schwächen hin. Dafür kriege ich hier einen Vorteilspunkt. Nehmen wir mal das. Ist eigentlich ganz lustig mit den Schwächen. Gepanzerte Gesichtsmaske. Ist irgendwie lustig. Wenn das... Au. Oh, aber es macht schon höllisch Schaden. Au. Aber wenn das das Spiel so will... Zumindest kann man ablehnen, wenn man auf sowas keine Lust hat. Aber ich nehme das mit. Nehm's mit. Sonst ist hier wohl nicht allzu viel geboten mehr. Hä? Irgendwas. Sieht zumindest danach aus. Dann schätze ich mal, sind wir jetzt dann bald wieder auf der Groundbreaker. So, zu wem müssen wir jetzt nochmal alles? War hier jemand? Ja. Deine Forschung... Haben wir, oder? War da was? War das? Oh, hello. Why do you seem familiar? Have we met? Nein. Ja, du hast mich gebeten, dir deine Prototypenpläne aus dem Labor zu holen. Ah, yes, very good. And have you done that? Hier sind sie. What a relief. You hold months of work in your hands. Moment mal, Forcewaffen sind illegal. Warum hast du die nicht abgegeben, als du sie gefunden hast? Anton would have just given them to Porter without a second thought. What a waste of potential that would have been. Diese Pläne sind ziemlich wertvoll, damit könnte ich eine Menge Geld machen. Hm, sadly true. Contraband does tend to fetch a high price among the colony's ne'er-do-wells. So be it. I'll buy them off of you. Könnte anscheinend jemand anders auch noch verkaufen. Deal. Much obliged. Here are your bids. Now. Let's see here. Attach this, twist that, apply a little pressure, and voila! I can finally call this little side project complete. Thank the law. Oh. Hmm. I can't be caught with this. You take it. If R&D buys the schematics from me, perhaps I'll get you the first model, hot off the presses. I'll, call you? Yes, I'll call you. Habe ich jetzt die Waffe gekriegt? Dann haben wir mal die Fertigkeiten. So, wo wollte ich auf 40 kommen? Habe ich schon? Okay, jetzt können wir das. So, weiter. Niederkauern. Was ist hier? Schaltet den dritten Medizin-Tabler frei. Begleiter erhalten 20 Rüstungswert.
Kritischer Schaden durch Begleiter. Und dann gehen wir da einen rauf. Was ist bei Lügen? Verwirrendauer? Haltbarkeitsverlust durch Blocken. Ach, man muss so anwenden. Und Vorteile kriegen wir wieder ein. Hier brauche ich. Erfordert 10 Vorteile. Hier war doch auch noch was mit der TZD, oder? Ja. So, jetzt nochmal. Habe ich jetzt die Waffe gekriegt, die er gemacht hat? Tatsächlich. Aber ich mag meinen Revolver. So, dann haben wir da oben noch einen. Any news on that thing we spoke about? You know, that thing? Ja, ich hätte zuvor noch eine Frage. Lay it on me. Ach. Hey, whatever. Ja. Don't keep me in suspense. Did you get my stuff? I mean, not mine. It's for other parties. Buyers. Lügen. Damn. I bet the outlaws shot it for kicks. At least the short circuit would have let some raptodons out. Revenge. Kinda. Wie konnten die Raptodons entkommen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. I siphoned power from the pods to keep Dr. Crane from catching on. I'm no electrician. Every time I plugged it in, the locks would open. Wäre dabei beinahe draufgegangen. Well, it's not like I expected this to happen. So. Oh, wieder ein bisschen rausgelabert. Dann haben wir ja tatsächlich alle Quests hier erledigt. Oh, it's you. As if my thoughts weren't dark enough already. What is it? Meine Mitarbeiter haben auf eigene Faust herumexperimentiert. Oh, really? Who? Wir geben ihnen die Dinger nicht. Wir verchecken die auf dem Schiff. Orson modifiziert irgendeine Waffe gegen die Raptidons. Orson? Good. It will keep him from wasting my time. Sounds like he might actually be doing something useful for once. I will be happy to answer. Warte mal, habe ich die. Selbstmord ist keine Neurochirurgie. Hol dir eine Pistole. Stell sicher, dass sie geladen ist. Peng, fertig. Etwas überdramatisiert, findest du nicht? Realistic. Also, wir haben die ihm jetzt nicht gegeben. Ha, okay, passt. Verstehe, ist sonst noch was? Ja, okay. Halt, den Jameson haben wir nicht. Kann ich den... Moment. Kann ich den jetzt... Oder soll ich ihm die doch, oder muss ich ihm die jetzt geben? Machen wir es mal so. That's all manner of distressing. There truly is nothing left for me. Did you find my colleague, Jameson? Nein, ach, den haben wir noch nicht. Mist. Den haben wir noch aus in der Patsche. Okay, dann. Ach, warte mal, der soll hier sein?
Wo bin ich? Ist er ja gar nicht so weit weg. Ich dachte, der wäre in dem großen Labor. Ja, dann holen wir den noch. Also bin ich jetzt gespannt. Normalerweise kann ich doch jetzt Gladys das Ganze dann auch geben. Die wollte doch da was. Oder irre ich mich? Normalerweise ja. Dann waren wir doch noch nicht überall. Siehste? Antibiotics Lab. Genau. Wir waren noch nicht. Na dann haben wir ja doch noch was hier zu tun. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Und die Cleos, die erinnert mich irgendwie an die Ma aus Futurama. Dass hier überall so viel Kohle rumliegt. Someone knows how to make an entrance. Was haben wir hier drin? Robos! Nice! Jetzt hagelt's aber Dietrich hier. Und anders Zeug. Nichts von Bedeutung. Experimentnotizen. Bestimmung der maximalen Menge an Raptoriden Verdauungssäure, die vom Menschen gefahrlos aufgenommen werden kann, bevor negative Effekte eintreten. Vorgeschlagener Versuchsaufbau. Zugang mit langsam erhöhter Mengen von Raptoriden Verdauungssäure zu den Abendmahlzeiten zufällig ausgewählter Angestellter und Beobachtung ihrer allgemeinen Gesundheit. 1 Milliliter leichte Magenschmerzen, Übelkeit, gefahrlose Aufnahme. 2 Milliliter leichte Magenschmerzen, extreme Übelkeit, gefahrlose Aufnahme. 3 Milliliter starke Magenschmerzen, überwältigende Übelkeit, teilweise Erbrechen, möglicherweise gefahrenträchtig am Arbeitsplatz. 4 Millimeter zeitweise Erblindung, häufiges Erbrechen, Subjekt nicht zur Beschreibung der Schmerzen in der Lage, gefahrenträchtig. 5 Milliliter Symptombeschreibung nicht möglich, Subjekt verschiebt binnen einer Stunde. Okay, die sind wirklich so schlimm wie Voltec hier. Die sind Voltec. Laut meinen Aufzeichnungen ist 23. Januar dein Geburtstag. Gemäß Protokoll darfst du daher eine 10-Minuten-Pause zwischen den normalen Patrouillenschichten um 3 Uhr und 4 Uhr einlegen. Ich hoffe, du kannst deinen Ehrentag die frische Luft von Terra 2 genießen, die Anti-Cleo großzügig zur Verfügung stellt. An alle, mir geht es auf die Nerven, ständig Knochenreste aus der Verarbeitungseinheit rauszufischen. Das ist jetzt schon das dritte Mal diesen Monat. Der Nächste, dessen Hand in dieser verdammten Maschine hängen bleibt, bekommt eine Verwarnung. Diese verfluchte Kulturverarbeitungseinheit hat uns noch einen Finger gekostet. Ich beantrage formell die Installation einer neuen Sicherheitsvorrichtung. Die aktuelle warnt bei Raptitonhaut, aber nicht bei Menschenfleisch. Das geht so nicht weiter. Das ist aber auch Sarah, wieso warnt die da nicht? Oh. Tja, soviel zu Jameson.
Oh, warte mal, wieso ist es fehlgeschlagen? Hätten wir den retten können? Waren wir zu langsam? Hätten wir schneller hier sein müssen? Was ist da los? Ooh, what'd you find? Oh, stuff. Oh, was ist das denn für eine dicke Rüstung hier? Sieht die aus? Wow, nice. Eins. Halt, hier waren wir. Okay, und? Na denn. Jetzt aber sind wir fertig. Wo ist hier was? Ach da. So, normalerweise müsste uns die Quest jetzt wieder zur Groundbreaker lotsen, wenn ich mich nicht irre. Weil, ja, ich hoffe mal, ich will keine 10.000 ausgeben. Und auf der Groundbreaker gibt es ja auch noch einiges zu machen. Wir müssen mit... Den Namen kann ich mir nicht merken. Wie heißt die? Brvatten? Noch ein Saufen gehen? Wie heißt du? Parvati. Wie hätten wir also Jameson retten können? Ich weiß es nicht. Did you find my colleague, Jameson? Er ist tot. Jameson. I didn't do right by him, did I? Only cared about how he helped or hurt my research. Aber eigentlich sorgst du dich gar nicht um ihn, oder? Es geht nur um deine Ambitionen. You understand nothing. Me least of all. Ich schätze, das geht mich nichts an. Lebe wohl. Ah ja, jetzt wieder zu Gladys. Also muss ich mich jetzt darauf einstellen, wir sind auf jeden Fall Antikonzern. Eigentlich hätte ich die Banditen trotzdem leben lassen sollen. Aber, ja. Well, ist halt so. Was? Komm hier denn wieder hier? Ich will den Revolver echt nur noch aufbessern, verbessern. Außer es gibt noch einen besseren. Das war jetzt sehr viel besser. Vielleicht gibt es ja irgendwo sogar noch so einen legendären Revolver oder sowas in der Art. Against all odds, the unreliable takes flight. Captain, Felix and the Vicar are arguing again. Was? Da streiten die. Ah, Moment. Installiere den Säurereiniger. Initiating initialization sequences. Greetings, customer. This SAM unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your SAM? Ja. Registering new owner, Captain. Sag mir mal, wo du hergekommen bist. All SAM units travel fully assembled in a 12x12 corrugated steel box. Nein, ich meinte, ich möchte gerne mehr über dich wissen. Did you know SAM units are capable of equipping regulation-grade flamethrower nozzles? Upgrade your attachment today and get to firing away. Na, was sagst du, Sam? Hilfst du mir, die Kolonie aufzuräumen? That stubborn stains. Leave them for Sam. Willkommen in meiner Crew, Sam. SAM units live to clean and clean to live. Cool.
You don't think that's a problem? Whole ship's running on a computer's fancy. Then I'll make you nervous, Preacher? No, Felix. The concept of a ship computer does not make me nervous. Are you scared of Ada? I ain't scared of Ada. Good. I'm glad we cleared that up. It's just, she's a computer, Max. What happens when her equations tell her to cut off her oxygen? Or blast us all into space? Felix, Ada is not sentient. She can't act out of a sense of malice. Where do you get these ideas? I was watching True Stories of Mechanical Murderers last night. One of these days, I'm going to make you read an actual book. So, Fertigkeiten. Wir könnten hier mal auf die 20 gehen. Dann haben wir weiter in die Waffe rein. So. Aufgeladen, Nahkampfangriffe. Ja, habe ich gesehen, dass ich das freigeschalten habe. Good to see you, boss. Ne, okay, der will nichts Besonderes von mir, dann kann er mich auch mal. Und wir fliegen zurück zur Groundbreaker. The Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Kann ich jetzt den Robo mitnehmen? Tatsache. Dann nehmen wir mal den Robo mit. Ich würde gerne noch mehr mitnehmen, aber es geht nicht. Ja, ich habe so das Gefühl, dass der ziemlich witzig sein wird, der Sam. Also, wir mussten doch noch zu mehr Leuten gehen, oder? Aber jetzt gehen wir erst einmal zu der Gladys. Have you had a moment to look into that little opportunity I told you about on Roseway? You don't hurry up. Someone will get to snooping around there before you do. Ich bin dem Notruf nachgegangen. What's that? Speak up now. Wegen der Geheimnisse, nach denen ich für dich suchen sollte. What'd you turn up? Verblende für eine Prototypenwaffe von Force gefunden. Ja, aber wieder verloren. Ja. These ja. Corporations, I tell you. Once they get an idea into their big dense heads, there's no getting it out again. Can't imagine how I'll offload this. But waste not, want not, I suppose. Martin Callahan hat vielleicht daran Interesse, Spacer's Choice entwickelt angeblich gerade Zahnpastas. Machen wir das noch? A shame you didn't visit old Gladys first. That would have fetched a good price. I may have thrown in a batch of my famous sugar cookies just to sweeten the deal. Schade. If Auntie Cleo's exporting wraps from Monarch, golly me, someone's going to be in the soup when they get caught. Ich habe Pläne für eine Prototypenwaffe von Force gefunden. Sie habe wieder verloren. Bless your slippery little fingers. Isn't that just a shame? Prototype schematics go for a fair handful of bits blöd. Around here. Are you positive? Honest to goodness? Bin mir sicher. Can't say I wasn't hoping for more, but I suppose it can't be helped. Law bless you for doing the legwork, sweetie. Don't forget your pal Gladys now. You can come visit anytime. Ich dachte, ich kriege jetzt den Scheißschlüssel. Straight to the point, eh? All right then, on you go.
Warum hat der Vorstand die Navigation? Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. Was ist ja jetzt echt 10.000 Reds in den A schieben? It's almost time for today's episode of the Chairman. Na dann, hier. Fantastic. Do be careful with it, dear. As these keys tend to be a tad hard to acquire. You should have a chat with Lilia Hagen in the Sublight offices. She's a dear. You'll love her. Now, was there anything else? Anytime, sweetheart. You know where to find me. Okay, ich habe immer noch 12.000. Wer hätte das gedacht? So. Area analysis is as follows. Significant dust and also ist wieder Diebstahl hier. Waren wir hier drin schon mal? Calculating. This is how calculating. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Do you have what it takes to defend your township from the dangers of alien wildlife and the unemployed? Talk to your local oder sind Gegner? For military training and somebody was trying to fix this. Looks like they've been here a long while. Kann ich mir aufstehen? So, jetzt. Noch einer da. Mhm. Ein Hammer. Ah, okay. Wir haben die Waffe gefunden. Beim Durchstöbern der hinteren Buchten bin ich auf eine ziemlich alte Hammersmith-Kiste gestoßen, die anscheinend vor langer Zeit versiegelt wurde. Mit ein bisschen Muskelschmalz und Entschlossenheit konnte ich sie aufbrechen, aber was ich darin fand, nämlich einen Prototyp-Hammer, hat mich ziemlich verblüfft. Ich wusste nicht, dass Hammersmith tatsächlich Hämmer herstellt, aber ich habe ihn ins Labor gebracht, um ihn genau unter die Lupe nehmen zu können. Er strahlt so merkwürdig. Selbst wenn ich die Augen schließe, kann ich die Nachbilder noch lange sehen. Ich habe mich ausgiebiger mit dem Hammer beschäftigt. Das Innenleben ist ein wahres Kunstwerk. Thermale, elektrische und chemische Systeme arbeiten alle harmonisch zusammen. Ist das überhaupt möglich? Die Waffe ist ein Durchbruch in Sachen Schaltkreise und Ingenieurskunst. Außerdem scheinen viele der Systeme manipulationssicher zu sein. Die Waffe umgibt eine seltsame Energiesignatur, deren Ursprung ich noch nicht ausfindig machen konnte. Die Luft schmeckt nach Kupfer und es sind mehrere Zähne ausgefallen. Ich hatte so wunderschöne Träume in allen Farben des Regenbogens, seit ich den Hammer in meinem Schlafzimmer aufbewahre. Aber mehr dazu später. Zuerst die guten Neuigkeiten. Die Energiesignatur stimmt mit Blondlots schwer nachweisbaren Endstrahlen überein, was bedeutet, dass der Hammer jetzt vier elementare Eigenschaften besitzt. Elektrizität, Plasma, Korrosion und Strahlung. Oh. Jetzt die schlechte Neuigkeiten. Bei meinem Versuchen, die Selbstzerstörungsfunktion zu deaktivieren, habe ich unbeabsichtigterweise ein kleines Feuer gelegt. Die manuelle Steuerung des Hammers wurde dabei möglicherweise permanent beschädigt. Jetzt kann man die elementaren Modi wohl nur noch wechseln, wenn man ihn schwingt. Muss bei weiteren Experimenten größere Vorsicht walten lassen. Auslöschung. Ich habe mir die Freiheit genommen, mich in meiner Werkstatt einzuschließen. Alle meine Versuche waren sinnlos. Das ist kein Prototyp. Ich habe nur selbst zu viele Fehler, um seine wahre Perfektion zu erkennen. Der Hammer ist eine Lektion, ein Symbol. Er flüstert mir zu, dass das Chaos über alles herrscht, aber mit ein wenig Ehrgeiz können wir uns diese Kraft zunutze machen. Wir können Chaos nur in Ordnung verwandeln, wenn wir andere in eben jenes Chaos stürzen. Das ist eine Lektion, die Halcyon noch nicht hören will. Was ist das für ein Teil? Ah. Uff. Aber den verbessern? Nein. Warte mal, ich könnte mal meine Rüstung noch modden. Gegen kinetischen Schaden.
Verstärkt? Ah, verstärkt, das nehmen wir mal wegen kinetischen Schaden, ne? Ja, nehmen wir das. Haben wir hier Tech-Ausrüstung, Fertigkeit. Was ist deine Tech-Fertigkeit, Fernkampf-Fertigkeit, Nahkampf- und Verteidigungsfertigkeit, Dialog- und Führungsfähigkeiten? Das nehmen wir. Haben wir hier noch Fragekapazität? Nehmen wir das. Da. Ja, gut, dann sind wir wieder am Ende angekommen. Ich sag danke fürs Zugucken und bis morgen.